Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge im neuen Jahr 2021. Das, also eigentlich, erste Let's Play in diesem neuen Jahr von Greedfall. Schauen wir mal, ja, im neuen Jahr ist jetzt eigentlich nur Drakensang jetzt rausgekommen, am Fluss der Zeit. Wir sind hier in Serene, weiterhin. So, und wir müssen jetzt einmal dem Kapitän sagen, dass du bereit bist, den Anker einzuholen. Möchte ich jetzt nicht machen. Habe ich eigentlich... Ich habe doch schon den Markierer gesetzt. Auf der Karte anzeigen. Wo soll das jetzt sein? Ich muss einmal auf jeden Fall irgendwo hingehen. Wir sollten jetzt nochmal auch die Nebenquests machen. Hier drinnen nochmal looten. Da ist sicher was drin. Ja. Weißdorn. Lasst mich durch, ich bin Arzt. So. Also. Ich hab doch die Markierung. Sprich mit dem Quartiermeister der Kaserne. Nebenquest, Handel der Groschengarde. Sprich mit dem Quartiermeister der Kaserne der Groschengarde in Neu-Serene. Das ist wahrscheinlich... okay, Ketzerjagd. Befrage den Schleuser der... Befrage den Schleuser zu den Ketzern. Dieser Quest folgen. Dann werde ich das machen. Weil in Neu-Serene... Da war ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine neue Insel. So, dann müssen wir hier... Was ist das hier? Ah, jetzt, da können wir nicht rein. So, liebe Leute. Wir müssen jetzt den Schleuser... Die Schleuser befragen. Hier haben wir noch eine Truhe. Leder und Weißdorn. Sind wir hier richtig? Lagerhäuser der Nauten. Hier drin wahrscheinlich irgendwo. Zeigt er mir zumindest oben an. Ah, okay. Plündern. Grüner Spezies Taubling Boretsch. Okay, hier können wir rein. I've seen a... Ah. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Lame. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin. But I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me.
Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ja. Befreie den Schleuser. Gut. Befreien wir ihn halt, ne? Einfach so öffnen, wenn wir das nicht können. Ja. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. So, haben wir da irgendwas? Irgendwem, irgendwie, irgendwann? Ja. So, haben wir den mal befreit und jetzt gehen wir weiter. Sieh nach den Ketzern in ihrem Versteck. So, werde ich auf jeden Fall mal quicksaven, Leute. Und wir gehen los. Öffnen. So, was haben wir da? Okay, hier drinnen dürften die irgendwo sein. Lagerhaus. Da haben wir noch was. Weißdorn. Das können wir zum Craften benutzen, schätze ich einmal. Das ist ein Weißdorn. Habe ich auch noch nicht probiert. Ha! Wer seid ihr? Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Nachfragen bezüglich Ihre Forschungen. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of St. Matthias. The one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. Mm-hmm. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Ihres Fluchtplans. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Okay, reden über die Möglichkeit einer Abmachung mit Selime zu treffen. Did you try speaking with the censors? You could.
forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Sie fest immer vorschlagen, mit dem Botschafter der Brückenallianz zu sprechen, sie gehen lassen. Vorschlagen, mit dem Botschafter der Brückenallianz zu sprechen, würde ich mal sagen, ne? I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Ja, sehr gut. Überzeuge den Botschafter der Allianz, dir zu helfen. Gut. Okay, also das wird kein einfaches Unterfangen, Leute. Schätze ich einmal, weil Überredekunst habe ich ja noch gar nicht wirklich. Somit kann ich hier rausscharmieren. Und einmal die nächste Queste angehen, ne? Also jetzt einmal schauen, dass ich einmal den Botschafter irgendwie überrede. Überzeugende Botschafter der Ernst, dir zu helfen. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall mal tun. Markiert habe ich. Markiert habe ich diese Quest auf jeden Fall einmal. Können wir hier durch? Serene. Ah, da haben wir noch was zum Looten. Magietrank und Munition. Ja, durch die Stadt Serene laufen. Vielleicht kann ich hier rum. Ah, da liegt noch jemand. Den ich noch nicht gelootet habe, Leute. Goldmünzen 2. Zack. Irgendwo sollte er sein. Ah, da haben wir noch eine Kiste. Ja, ich weitergehe. Werde ich diese ebenfalls looten. Goldmünzen, 2 stoppende Falle und Kiefernharz. Da drin. Ich quicksave mal. Und gehe mal hier rein. So, da ist dieser Komiker wieder. Oh, ich mag den nicht. Irgendwie. Sprich mit Botschafter Sahin. Your Excellency. Lady de Sade. Für Historiker um Hilfe bitten. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthias, the founder of the mythical Ptolemy. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated. Or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Sehr gut. Jawohl, informiere die Geschichtsschreiber. Die Brückenallianz. Achso, nein.
Brauche ich gar nicht gehen. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye. So, wir sollten jetzt wieder zurückgehen zu den Geschichtenschreibern. We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Sehr gut. Leb wohl. Goldmünzen 80. Oh, Wahnsinn. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Stimmt. So, liebe Leute, dann haben wir auch diese Quest erfolgreich beendet. Würde ich einmal getrost behaupten. So, dann gehen wir zur nächsten Quest. Was haben wir da? Ketzerjagd. Informiere die Botschaft davon. Was Ketzerjagd? Informiere der Geschichtsschreiber. Informiere den Botschafter von Teleme. Okay. Ja. Dann gehen wir mal, ne? Informiere den Botschafter von Selim. Der müssen wir auch noch machen. Habe ich ja noch eine Folgequest drauf bekommen. Da haben wir noch was. Plündern. Goldmünzen 7 und Munition. Jetzt habe ich eh schon einiges an Goldmünzen. Jetzt könnte ich mir schon bald Ausrüstung zulegen, ne, Leute? So, den Botschafter hier auch noch berichten. Good day, Excellency. Lady de Sade. To what do I owe the pleasure? Von der Flucht der Ketzer berichten. It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Die Wahrheit sagen oder lügen. Ich sage die Wahrheit. After I heard the case they made for themselves, I decided to let them escape. What are you saying? They convinced me that your accusations have nothing to do with heresy. And that their only crime was discovering historical truths denied by Teleme. And you gave credence to the lies preferred by these blasphemers. Their historical truths are nothing but nonsense, fabricated to undermine the foundations of Teleme. The simple act to have proffered such horrors proves the fact that they are heretics. I fear that your youth and kind heart has blinded you, de Sade. That is a shame. I was expecting more from a young legate who seemed sensitive to our magic. Ketzerjagd, Teleme Ruf minus 1, Ketzerjagd abgeschlossen. Gehen. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. Botschaft von Selene. Ja, ich habe zwar minus einen Ruf weniger in Teleme, aber das ist mir sehr nicht egal. Ich sag die Wahrheit. Und ich lasse mir das auch nicht gefallen, wenn ich jetzt irgendwie unschuldig bin oder keine Ahnung was. Also das geht ja gar nicht. So, dann haben wir die nächste Queste. Da sagt der Kapitän, wir sind bereit. Aber in der nächsten Folge dann würde ich mal vorschlagen und dann werden wir weiterhin questen, was das Zeug hält, liebe Leute. Ja. Wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einmal ein frohes Jahr 2021. Nachträglich, also jetzt ein frohes Jahr. Wir sehen uns noch so oft in diesem Jahr und ich sage, wie immer, euer Zonk, over and out.